Ja, mittlerweile muss ich tatsächlich nach fast 14 Tagen sagen, dass mir das Ganze ein bisschen auf die Nerven geht. Mit der Ausgangssperre und Kontaktsperre und keine Ahnung, Kontaktverbot, wie auch immer. Klar, wenn die Sachen notwendig sind, dann soll das auch so sein, dann ist das auch wichtig, aber ja, sich nicht mit Freunden zu treffen und alles zu machen wie vorher, das ist, also nicht alles machen können wie vorher, ist ein bisschen nervig und bescheuert. Und es ist jetzt nun mal so, wir müssen da alle durch. Und ich kann auf jeden Fall nur sagen, achtet auf die ältere Generation und auch auf euch selbst. Es gibt Mittagessen, Würstchen, Nudeln, Gemüse und hier Kartoffeln. Ja, und mein Bruder zockt gerade. Auf die Frage zurückzukommen, wie es mir damit geht. Es geht so, es ist verdammt schwierig, aus Basketball zu verzichten, auf die Schule zu verzichten und eigentlich alles anders zu machen als sonst. Es ist nicht einfach zu Hause zu bleiben. Vor allem stelle ich mir die Frage, was tatsächlich die Arbeitstüchtigen machen. Das heißt, wenn die tagsüber arbeiten gehen, was die Kinder dann tatsächlich alleine machen. Ich weiß ja nicht, ob die Geschwister noch da sind oder. Ja, und das ist meine Frage an euch. Was machen die Kinder, wenn sie allein zu Hause sind? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Meine Mutter ist tatsächlich den ganzen Tag bei uns. Ja, und ich hoffe, dass unsere weiteren Projekte irgendwann dann wieder weiter stattfinden werden. Und ja.